Hallo Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Hier ist der Volker Schäffler. Ich bin so ein bisschen mitten in der Natur, zwischen den Bäumen und Blättern. So wie so eine Kanada-Fahne, hier Kanada-Wappen. Wisst ihr, also ich bin ja in der Natur, ich kann ja ein bisschen aus dem Leben erzählen. Wisst ihr, dass die Amerikaner, die dann Angst hatten, um die Welt zu ziehen, weil sie so viel Mist gebaut haben mit allen möglichen Vernichtungsaktionen, dass die kanadische Rucksäcke genommen haben, also mit dem Ahornblatt drauf, um sich zu tarnen. Die sind auch noch feige. Ja, wenn ich Amerikaner bin, dann bin ich Amerikaner. Aber noch was. Das Blatt wendet sich. Das Ahornblatt wendet sich. Hat nichts mit Ahorn jetzt zu tun und nichts mit dem Blatt zu tun. Das Blatt wendet sich. Warum? Schaut mal nach bei QAnon. 20 Millionen kennen QAnon. Natürlich, Deutsche kennen das nicht. Die gucken Fußball oder Dschungelcamp oder Lügenmädchen oder lesen Blödzeitung. Nichts gegen Deutsche, natürlich sind nicht alle so, aber die wurden doch blöde gemacht, schon in der Schule. Die hat man doch verblödet. Warum bin ich nicht so geworden? Das ist ganz einfach, weil ich immer ein Rebell war. Und ich bin eigentlich auch alleine aufgewachsen. Ich hatte zwar Eltern, Mutter und Vater, die auch für mich gesorgt haben, aber die waren immer arbeiten. Ich hatte so einen Schlüssel um den Hals, als kleines Kind. Und dann habe ich mich alleine erzogen. All mein Wissen, mein Können, ob das Fotografie ist, ob es Malerei ist, ob es Computerwissen ist, habe ich mir alle selbst beigebracht. Mein Glück war, dass ich dann noch zur Polizei gegangen bin und dann entsprechende Ausbildung hatte, wie man sich eben im Leben vernünftig verhalten sollte. Das habe ich natürlich auch gelernt. Und auch habe dann auch mehrere Fitnesscenter aufgebaut und Bodybuilding-Trainer gemacht, Kickbox-Trainer und Kung-Fu-Trainer und Box-Trainer. Und deshalb brauche ich seit über 30 Jahren keinen Arzt, keine Medikamente, nichts. Aber ich will zurückkommen. Das Blatt wird sich wenden. Die satanische Elite ist unter Beobachtung, nicht nur in USA. Ihr wisst, es gibt Kindermörder, Kinderschänder. Eine satanische Elite ist organisiert. Die Reichsten der Reichen, die wissen nicht wohin mit dem Geld. Dann machen die satanische Spiele. Trinken, ermorden Kinder, bringen Kinder um und trinken deren Blut, um schön auszusehen, um jung zu werden. Ja, Leute. Und jetzt könnt ihr das mal verfolgen bei QAnon. Es bildet sich eine Elite, eine Konterelite, die den tiefen Staat bekämpft. Den tiefen Staat. Und es wird alles aufgedeckt, was in der letzten Zeit war. Von Kennedy-Mord angefangen, bis zum 11. September, bis zur satanischen Elite, die Kinder entführen, die Kinder verkaufen, die Kinder ermorden. Es gibt 40.000 Anklagen gegen solche Leute. Die sind immer noch unter Verschluss, diese Anklagen. Warum? Es hat sich eine Elite gebildet, die das alles organisiert. Es werden also im Staat die Plätze neu besetzt. Von den Staatsanwälten, Richtern, CIA, FBI, all die wichtigen Positionen, die sonst die Kriege organisiert haben, das Bösartige organisiert haben, die auch beabsichtigt hatten, 6,5 Milliarden Menschen zu ermorden. Könnt ihr nachlesen, ist in Stein gemeißelt. In 100 Tonnen Stein gemeißelt, in den Stein von Georgia.
Es steht auch in den NASA-Protokollen auf Seite 93 von 2001 bereits, wie alles vernichtet werden soll. Das haben die alles geplant. Die wollten also eine neue Weltordnung, wollten 500 Millionen Menschen als Sklaven halten. Und das wird alles unterbunden, wird alles unterbrochen. Und es ist angekündigt, dass im Herbst die große Verhaftungswelle beginnt. Von diesen obersten Eliten, es sind ganz hochrangige Namen genannt, ihr wisst es. Die Bush, die Clintons, die Obama. Leute, verfolgt das, bitte verfolgt das mal. Hört mal auf, den Lügenmädchen zu glauben. Ihr seht doch, was mit Deutschland passiert. Das Land sollte überflutet werden mit Asylanten. Das ist eine Kriegswaffe. Die haben ihre Gefängnisse leer gemacht und haben all diese Verbrecher hierher geschickt. Natürlich sind nicht alle Flüchtlinge Verbrecher, das weiß ich auch. Aber die sind gezielt hierher geschickt worden. Gezielt. Es ist eine Kriegswaffe. Ich glaube, 3 Millionen Untergrundkämpfer, kann man sagen, sind schon hier. Und die werden euch an die Gurgel gehen. Wenn das Geld mal alle wird, wenn das Geld knapp wird, dann geht es euch an den Kragen. Leute, die haben 450 Milliarden haben die bereitgestellt für nachziehende Familienangehörige. 450 Milliarden. Aber die haben einen Betrug gemacht. Sie haben nämlich nur eine nachziehende Person in diese Kalkulation genommen. Es kommen aber 5 bis 10 Nachziehende. Manche afrikanische Familien haben 100 Familienangehörige. Und die kommen alle. Und wo sollen die hingehen? Und das, was jetzt der Drehhofer organisiert hat, das war nur ein Geplänkel, um den bayerischen Wahlkampf zu gewinnen. Mehr war das gar nicht. Weil er wusste auch, dass die EU ein neues Gesetz erlassen hat, nämlich das neue Gesetz bedeutet, dass die Flüchtlinge, Asylanten sich ihr Land selbst aussuchen können. Und sie können selbst bestimmen, in welchem Land sie leben wollen. Sie können auch klagen dagegen, wenn man ihnen das verweigert. Und natürlich wird keiner zurückgeschickt, weil sich keiner mehr in Rumänien, Bulgarien oder sonst wo irgendwo registrieren lassen will. Italien lehnen die ab, die kommen sowieso nicht nach Italien. Die kommen alle nach Deutschland, Leute. Und das wusste Seehofer und das wusste Merkel. Deshalb hatte sie nochmal 14 Tage in Anspruch genommen, damit das Gesetz auch greift. Leute, wacht endlich mal auf aus eurem Tiefschlaf. Wacht endlich mal auf. Informiert euch doch mal. Ihr seid doch nicht dumm, ihr seid nur zu bequem, euch zu informieren. Zu bequem. Ihr macht das nicht. Wie oft habe ich schon in Facebook in meiner Gruppe Informationen gegeben? Ja, das lesen 10, 20 Leute. Informationen außerhalb der Lügenmedien. Guckt doch da mal rein, Leute. Informiert euch doch mal. Seid doch nicht so dreckig, es geht doch um euer Leben. Um euer Leben geht es, um eure Kinder, um eure Enkel. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann seid ihr alle verloren. Ihr seid alle verloren, ich kann es euch sagen. Da bin ich nicht der Einzige, der das verkündet. Es gibt so ungefähr 1 Dutzend Leute, die das öffentlich machen. Also die auch entsprechend Verbreitung haben in den Netzwerken mit 100.000 Nutzern und so weiter. Ich habe ja nur wenige, ich habe nur 15.000 Netzwerkkontakte. Aber ich engagiere mich auch nicht so voll in der politischen Szene, das will ich gar nicht. Aber ich will euch informieren, Leute, ich will euch informieren. Bleibt nicht sitzen und wartet ab, es ist sonst zu spät, glaubt es mir. Es ist sonst zu spät. Das wollte ich euch jetzt eigentlich gar nicht erzählen, mitten in der Natur. Ich bin froh, dass ich hier bin. Danke dem Universum, der göttlichen Welt für diese Schönheit. Bedanke mich. Ich lebe in der Fülle und ich bedanke mich für die Fülle. Ich danke. Leute, wacht auf. Das Universum
will eine neue Welt haben, aber nicht eine neue Weltorganisation, wie das die USA vorhatte. Das wird unterbunden. Es wird alles neu organisiert. Ich kann euch noch was sagen. Die EU wird aufgelöst. Das ist im Plan. Könnt ihr bei QAnon gucken. Die EU wird aufgelöst, weil das ein korruptes Unternehmen ist. Eine korrupte Organisation. Die haben 22.000 Lobbyisten, die alles bestimmen. Mit Geld schmieren. Alles bestimmen. Die EU wird aufgelöst. Das heißt, auch das Geld wird verschwinden. Jedenfalls dieses Geld. Es wird neues Geld geben. Bereitet euch drauf vor, Leute, bereitet euch drauf vor. Ich warne euch. Das war's schon, euer Volker Schäffler. Goodbye.